Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest hier aus der Weltenbaum und der Tyrann aus der Tiefe. Weiter geht's! Erfahrener Gant. Vor allen Dingen, da wieder mit Model Ghost und Barbatosse dabei sind. Ich werde jetzt praktisch die ganzen Karten machen. Außer natürlich die, wo welche mit Erfahrene sind, die nein. Okay, der hat keine richtige Chance eigentlich. Oh, da ist eine A-Kanone. Dadurch wird es natürlich einfacher. Oh ja. Hohohoho. Also die richtige Chance hat er jetzt nicht. Hohohoho. Den haben wir aber wieder geschnetzelt. Was war das denn jetzt gerade? Warum kam das besiegt Sound? Drei oder viermal hintereinander. Hat er überhaupt irgendeinen Schaden gemacht? Mini-Medaille. Subete yomi dori da. Okay. Ich rasche jetzt praktisch hier durch. Kein Level up. Aber von den anderen weiß ich jetzt nicht. Nö. Okay. Also eine Karte weiter. Also nach den Karten werde ich mal gucken, was das hier eigentlich sein soll. Story. Hüte des Lichts, die habe ich noch gar nicht gemacht. Deswegen gibt es den auch noch nicht in Erfahrung. Okay. Aua. Kann sein, dass ich nur alleine bin? Ja. Wie lange willst du das noch durchziehen?
Okay, ich hau ihm praktisch ein Schaden. Er macht mir nur einen Schaden. So gefährlich ist der mir. Aua. Wie lange willst du das noch durchziehen? Komm runter. Ja, du machst mir ja wohl kaum Schaden, ne? So. Unbesiegt. Bei dem habe ich ein bisschen länger gebraucht. Stark schuppige Karte. Jo, das war kein Problem. Das hier zu schaffen. Wenn ich nur einen Schaden mache, ist auch kein Problem. So. Nein. Nein. Ja, ich mach das jetzt so, weil, boah. Die Karte mach ich jetzt praktisch am Ende, weil die sollen ja nicht außen vor gelassen werden. Die war dann schneller weg, als ich sehen konnte. Und ich hüpfe doch mal durch und durch. Das waren ja nicht mal 26 Sekunden. Na, du sollst nicht drüber springen, du sollst das nehmen. Farbige Laserdruckkarte erhalten. Was zur Hölle? Was für Namen haben die? Subete yomidori da.
Also, ich würde mich jetzt wundern, wenn einer ein Level abgerichtet hat dadurch. Weil so wenig XP. Na, Monsterliste? Muddelgau, natürlich! Ja, genau! Das hier wird nicht einfach. Marquis de Leon noch. Ich glaube doch, machen eher in dem Part noch, denn ja. Das andere wird ein bisschen dauern. Hallo! Aua! Okay, der wird nicht schwer sein. So viel Schaden, wie der kriegt. Und so viel Schaden, wie er macht. Ja, genau! Weich aus! Aua! Aua! Nimm das, du blöde Katze! Okay, wir hauen den zu Klump. Und schon ist dieser Löwe weg. Dieser Löwe ist praktisch das Maschrock in Löwenformat. Komplett katzenhafte Karte. Und ich habe wieder mal keine Heilung gebraucht. Oh, sie hat ein Level up. Dafür hat sie hat nur 2 Punkte. Das bringt ja wohl kaum was. Die Frage ist jetzt, schaffe ich noch irgendeine andere Karte noch zusätzlich? Ich glaube nicht. Nein. Ja, der Ding schaffe ich glaube ich nie. Also, ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.